Heute erklären wir Ihnen, wie Sie bei Ihrem neuen Fiat 500 den Tempomat einstellen können. Der Tempomat wird durch den Schalter unter dem Blinkhebel eingestellt. Um ihn zu aktivieren, drehen Sie als erstes an dem inneren Rädchen, sodass das Tempomat-Symbol mit dem Pfeil vorne zu sehen ist. Wenn Sie die gewünschte Geschwindigkeit erreicht haben, diese muss mindestens 30 km/h sein, drehen Sie das äußere Rädchen mit dem Plus-Symbol nach oben. Dadurch wird die Geschwindigkeit gehalten bzw. gespeichert. Aber sobald Sie abbremsen, ist die gespeicherte Geschwindigkeit aufgehoben. Durch das Drücken von dem Knopf links außen nehmen Sie aber die zuvor gespeicherte Geschwindigkeit wieder auf. Um die Tempomatgeschwindigkeit um ein paar km/h zu verändern, drehen Sie wieder das Rädchen mit dem Plus- und Minus-Symbol so lange, bis Sie das gewünschte Tempo erreicht haben. Aber probieren Sie es doch einfach selbst mal aus. Viele liebe Grüße, Ihr APEGO-Team.